Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Mario Odyssey. In der letzten Folge haben wir hier jetzt jeden einzelnen, gut, fast jeden Mond im Seeland gesammelt. Einen können wir tatsächlich nicht sammeln, weil wir dazu ein Kostüm brauchen, was wir erst auf Mondland kriegen. Und wir versuchen ja, die Länder in chronologischer Reihenfolge abzuschließen. Deswegen dauert es jetzt noch, bis wir diesen letzten Mond hier holen können. Allerdings passt es ja. Weil wir hier in das Land sowieso nochmal rein müssen, weil vom Cityland habe ich die Hinweiskunst nicht richtig angeschaut. Deswegen ist das, falscher Weg, ist der Mond hier nicht gespawnt. Deswegen müssen wir sowieso nochmal hier hin. Wo wir jetzt hingehen, ist das Forstland. Und da müssen wir noch ein paar, paar Lila-Coins sammeln. Das Wolkenland können wir dann eigentlich überspringen, weil das haben wir, bevor wir ins Wüstenland gegangen sind, schon komplettiert. Aber naja. Naja. Mal schauen. Ich habe übrigens jetzt halt eine Karte offen, wo ich jede einzelne Lila-Coin sehen kann. Also nicht genau, aber ich sehe, wo sich welche verstecken. Deswegen werden wir wahrscheinlich die Lila-Coins eventuell an Orte gehen, wo wir schon waren, weil ich abchecken muss, ob diese Lila-Coins schon gesammelt wurden oder nicht. Damit wir das Problem schon mal weg haben, weil dann können wir uns ganz auf die Monde konzentrieren. Wo zum Geier war jetzt der Stein? Ich glaube, der war hier hinten, oder? Nee. Hä? Erstmal, what the fuck macht hier so einer? Egal, ja. Nur, dass du Bescheid wisst, habe ich eine Karte offen mit lila Coins. Hä, bin ich blöd? Hä, wo ist denn dieser Stein? Ich dachte, der war hier. Ah, ist er auch. Erstmal müssen wir gucken, wie viel Lila-Coins fehlen uns denn. 12. Okay, davor haben wir alle Lila-Coins. Zwar nicht alle Monde, aber alle Lila-Coins. Hier muss ich echt rausfinden, was dieser eine Mond ist, den wir übersehen haben. Weil eins ist definitiv Hinweiskunst. Aber wir konnten uns den letzten Tipp auch nicht kaufen. Mond 68. Vielleicht ist es irgendein Mond, der auftaucht, wenn wir den Mond haben. Ja, mal gucken. Was waren es jetzt? 12 lila Coins, gell? Ja. Vielleicht in der Hub-Area, da wo wir nur einen Mond gefunden haben mit den Paracoopern und dem Rumfliegen, wo es im Nebel war. Vielleicht sind da lila Coins. Werden wir dann sehen, weil wir die nochmal abchecken werden. Da oben drauf ist ein Mond. Okay. Ich muss sowieso jede Sub-Area abchecken. Weil Cappy ja Bescheid gibt jetzt, wo was ist. Okay. Wenn wir dann im Land sind... im Wüstenland kann man auch den mitnehmen. Ich muss eigentlich gerade überlegen. Ich glaube, ich habe unten im vergessenen... In dem Wald da unten hier... jeden einzelnen Lila-Coin eingesammelt. Wenn ich hier oben keine finde, dann müssen sie unten sein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich unten 9 Stück eingesammelt habe. Und mehr gibt es anscheinend nicht. Moment, ich muss mal die Karte nach unten... Ne, in den tiefen Wäldern sollen nur 9 Stück sein. Da haben wir die 3, passt. Da oben. Ah! In welche Richtung geht es denn, die Noten? Da runter. Gut. Dass es noch funktioniert hat. Holy moly. Hätte ich nicht erwartet, dass es noch funktioniert. Und wir haben den Mond direkt ansammeln können. Perfekt. Die 3 lila Coins haben wir. Irgendwo sollen hier noch 3 sein. Ja, die 3. Und hier vorne müssen noch 3 sein. Ja, da waren doch welche im Wasser, oder nicht?
Hier irgendwo. Wenn hier keine sind, habe ich die übersehen. Dann hätten wir schon mal drei. Moment. Moment, das müssen wir besser hinkriegen. So. Ja, Bro, what the fuck muss ich denn hier machen? Eventuell sind hier drei lila Coins. Bro, what the fuck? Wie soll man das denn machen? Hä? Mario, halt die doch fest! Kommen wir höher? Was mache ich hier gerade? Ich habe das Gefühl, dass hier keine Lila-Coins sind. Nö, keine Ahnung. Hä? Wir müssen hier sein. Hey, hier können doch keine Lila-Coins einfach so sein. Blöd, da müssen Lila-Coins sein, ja? Okay, warum waren da jetzt so Ding... Gut, dann fehlen jetzt noch 9. Dann mal die hier. Interessant. Wenn wir alle Lila-Coins haben, gucken wir dann zum Shop. Wie kommen wir am besten hier hin? Ah, das war so knapp. Da kommen wir, müssen wir anders hoch. Aber ich glaube, die Lila-Coins dort oben dürften wir alle haben. Okay, what the fuck? Erstens, hier ist wieder Mond. Wo denn? Kennst du dich mit mal Amiibo aus? Nein, danke, das will ich nicht. Ich habe aber keine... Sag jetzt nicht, ich brauche eine Amiibo für den Mond hier. Sag nicht, ich brauche für den Mond hier Amiibo. Können wir das mal jemand in die Kommentare schreiben? Brauche ich für den Kackmond hier, brauche ich... Das ist doch genau die Stelle. Nee, ist es nicht. Ist hier ein Loch im Mond. Irgendwo hier ist was. Aber es kann halt tatsächlich trotzdem sein, dass ich die Amiibo brauche. Hier waren die zwei. Sehe ich hier was? Nö. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Dass der Shop ist. Dann müsste irgendwo hier sein. Okay, dann lass mal erstmal aus. Und guck mal nach, ob wir andere Lila-Coins noch finden. Da haben wir drei gehabt, da hinten. Hier ist Luigi. Mit dem kann man nicht spielen, weil ich nicht online bin. Luigi sind drei Lila-Coins. Ah, da oben wahrscheinlich. Oh, was sehen wir denn hier? Interessant. Okay. Hoch oben in der Höhle. Okay. Du warst sogar ein Sohlmond. Also ich bin noch nicht so ganz mit dem Levelaufbau vertraut in dieser Welt. Und das ist komplett komisch hier. Und weil auf der Karte so viele Lila-Coins angezeichnet sind, Alter, das ist nicht mehr schön.
Sollst du erstmal gucken, ob wir wieder irgendwas fliegen sehen. Ich höre was. Sichel, da könntest du da oben missen. Und gut. Ich sehe nix. Ich glaube, ich sehe da was zum Sammeln. Ja. Okay, gucken wir mal hier rein. Habe ich hier was übersehen? Oder nicht? So. Perfekt, dann gibt es hier nichts zu tun für mich. Ja. Dann haben wir hier die Hammer. Hydra-Hammer. Hammer 2. Bro, was muss ich denn hier machen für manche Monde? Ach, hier ist eine Mondröhre. Erstmal gucken wir hier nach. Ich glaube, das ist Hammer, oder? Ja, ich glaube doch nicht. Ne, Hammer tatsächlich nicht. Nö, dann ist das tatsächlich einfach ein normaler Mond. Okay. Okay, gut zu wissen. Dann nehmen wir gleich die Mondröhre hier mit. Aber ich werde aus der Karte hier gerade nicht schlau, ne? So. So. Und ich weiß, glaube ich, wo der andere Mond ist. So. Easy. Okay, das war jetzt eine relativ einfache Mondröhre. Sehr einfach sogar. Hm. Und dann haben wir die zwei Monde. Aber ich bin trotzdem verwirrt. Ich bin verwirrt. Laufen wir einfach hier nach. Vielleicht finden wir lila Coins. Wir sollen aber laut Karte auch keine weiteren in der Nähe sein. So. Aber hier sind auf dem Haufen Monde. So. Ich glaube, du bist neu. Ja. Hoch oben auf einer Felswand. So. Hier müssen wir jetzt Mondteile sammeln. Dich haben wir aber schon. Ja. Dich haben wir. Dann gehen wir weiter. Da ist aber ein neuer Mond, hoffe ich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das schon davor dabei war. Oder war das vielleicht... Kann sein, dass das vielleicht ein Story-Mond war und ich es einfach vergessen habe. Aber irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass es ein Story-Mond war. Nö, das ist ein zusätzlicher. Gut. Danke, Game. Dachte gerade, das ist ein normaler Story-Mond gewesen. Wir sind jetzt weiter oben. Vielleicht haben wir hier irgendwo lila Coins übersehen. Hier wären ein paar. So. Ja, ich glaube, ich weiß. Und es hat noch funktioniert mit dem Fail hier. Gut, jetzt haben wir das Zickzack schon hier auch. Hier sollen 3 Liter Coins sein. Ja, Gott.
komm, schaffen wir das hier hoch. Was ist denn da? Ich brauche mal einen Wachsendinger hier. So. Gehen wir mal hier hoch. Aber ich bin trotzdem gerade sehr verwirrt von diesem Land. Echt für versteckte Münzen. Aber hier werden mir... Werden mir Healer-Coins angezeigt. Moment. Aha. Noch 6. Das heißt entweder 4-2 oder 3-3. Jetzt sind wir für die 6 lila Coins hier tatsächlich einfach das ganze Gebiet erkunden, ne? Haben wir Dinos hier schon? Tatsächlich nicht. Als ob ich danach das Land nicht so effektiv untersucht habe. Ich glaube aber, was auch der Fall war, dass davor nicht angezeigt... Doch, glaube ich schon. Ich erzähle gerade wieder Kacke. Ich glaube, es wurde davor auch angezeigt, wie viele Monde man schon hatte in dem Land. Ich bin einfach nur gegangen, weil ich Bock hatte, weiter zu machen. So, lass uns mal hier gucken. Jetzt haben wir die 3 Lila Coins hier. Da ist ein Mond mitten im... Nirgendwo. Das ist vielleicht ein Vogel. Das bewegt sich auf jeden Fall. Interessant, das bewegt sich auf jeden Fall. Hier haben wir, glaube ich, alle Lila-Coins. Um die Kreaturen zu sehen, die sich von mir strecken. Nein. Fuck, Game, what the fuck? Das müssen wir so ein Viech auch noch holen von hier. Gut, es geht tatsächlich so einfacher. So. Moment, ich kann mit Mario die Blöcke auch kaputt machen. Interessant, interessant. Aber wir haben nicht sehr viele Monde heute gesammelt. Na gut, fast 10 Stück, aber trotzdem. Das ist... verhältnismäßig wenig, glaube ich. So. Einfach laufen. Einfach laufen. So. Hier willst du hin. Gut. Ein Wesen, das sich um ein Vielfaches seiner Größe nach oben strecken kann. Ich hätte ja so gehofft, eins zu sehen. Diese Kreatur ist im Tierreich einzigartig. Jetzt verstehe ich endlich, wie das alles funktionieren kann. Geheimnis gelüftet. Ich glaube nicht, dass du das Geheimnis dieser Viecher gelüftet hast, aber ich glaube dir gern, mein Freund. So, bewegen wir uns einfach mal. Ist echt nur so langsam ist. Okay, im Turm und auf dem Turm sollen noch ein paar Sachen sein. Vielleicht im Turm. Aber ich glaube, ich habe da alle 3 lila Coins mitgenommen. Bin mir ziemlich sicher. Aber trotzdem werden da noch ein paar angezeigt. Also wenn da drin jetzt 4 lila Coins herkommen, dann würde sich das Geheimnis lüften, wie viele mir fehlen. Weil ich ja 6 brauche. Das heißt, es können dann noch 2 sein. So. Okay, what the fuck. Gut, 3 Lila Coins haben wir gesammelt. Und ich glaube, die 4 waren ganz oben, oder? Ja, dann passt ja alles. Dann glaube ich, passt ja alles. So, jetzt müssen wir nur wieder warten, bis es auftaucht. So.
Hier war das doch, oder? Na, hier war der Mond. Okay, die lila Coins werden dann draußen sein. Müssen sie dann. Irgendwo hier sind viele lila Coins. Auf der anderen Seite. Hier fliegt ein Vogel auf jeden Fall rum. Ja, die haben wir, die vielen lila Coins. Gut. Gut, mein Kumpel. Komm. Okay. Nein, sag nicht, es hat mehr Leben. Komm schon, Kumpel. Ja, gut. Heilige Scheiße. Verwirrung groß heute. What the fuck? Ist der Vogel hier irgendwo? Der fliegt da rum. Wie soll ich den eigentlich erwischen? Stimmt, ich darf ja so nicht auf die drauf hüpfen. Ich muss ja so machen. Noch einer noch. Gut. Komm, ich muss mich verarschen. Noch zwei Goombas. Du willst mich doch verarschen. Mann! Ich will den jetzt noch besiegen. Warum hat der auch mehr Leben, ey? Eins. So, jetzt haben wir es endlich. Willst du mich verarschen? Einer noch. Du willst mich doch verarschen. So. Gut, ich hoffe, zwei Treffer reichen aus. So, Kumpel. Goomba. Ja. Danke, Game, dass zwei Treffer ausreichen. Ich war schon wieder kurz vor der Verzweiflung. Damals aber unseren 10. Mond. 11. Naja, ist doch ein bisschen gut. Wenn man es so auf den Vergleich nimmt, zwei Monde, jeden 2 Minuten ein Mond, wenn man das so nimmt, hört sich das nicht schlecht an. Schwebt der hier lang? Alter, dieser Vogel, ne? Jetzt bin ich gestorben. Naja, ich würde auf jeden Fall sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, mal schauen, ob die Verwirrung nächste Folge noch weitergeht. Weil der Aufbau ist mir gerade ein bisschen komisch hier, ne? Aber na, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Euer Gladius.